Dann darf ich alle mal ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Wolfgang Brink. Ich bin bei Proxmox Linux Developer und seit nunmehr 3 Jahren dabei und darf Ihnen heute das Thema Hyperkonvergenz oder Hyperconvergence, wie es auf Englisch heißt, mit Proxmox und Set, wir werden auch noch den dritten Teil, was eigentlich dazu gehört, auch noch ein bisschen am Rande mit besprechen. Und da, wie ich schon gesagt habe, Hyperconvergence oder Hyperconvergent ist ja eigentlich so ein Buzzword. Ich meine, jede große Firma schreibt drauf, ja, wir können Hyperconvergenz, Hyperconvergence. Was ist das überhaupt? Ich meine, wir sind nämlich auch lange drauf gekommen, was ist es genau, und sind dann drauf gekommen, ja, das machen wir eigentlich schon seit 3 Jahren. Also wir sind schon hyperkonvergent seit mehreren Jahren und wissen es eigentlich gar nicht, okay. Deswegen habe ich gedacht, werde ich mal einen Vortrag dazu halten, dass wir das eben auch sind. Dann die nächste Frage ist, warum sollte man das machen? Oder was bringt das für Vorteile? Oder was für Nachteile bringt es womöglich auch? Was sind die genauen Komponenten? Also im Prinzip ist ja Hyperconvergence nichts anderes als ein Set von mehreren Techniken, die dann diesen Begriff bilden. Und das Ganze möchte ich dann eben zeigen, wie wir das realisieren bei Proxmox mit eben Set, was man dafür braucht, also Requirements, was für Hardware brauche ich, was sind dann die möglichen Schwierigkeiten, was oft falsch gemacht wird, also was wir aus der Erfahrung einfach sehen, wo die Leute immer wieder rauslaufen und was gibt es in der Zukunft. Also, Hyperconvergence ist im Endeffekt nichts anderes als 3 verschiedene Bestandteile. Das eine ist OpenV-Switch oder eben Linux-Bridge. Linux-Bridge ist mit Out-of-the-Box verwendet, also da brauche ich gar nichts tun. OpenV-Switch werde ich nachher zu den Vorteilen kommen, warum ich OpenV-Switch verwenden will, warum ich OpenV-Switch verwenden kann, also sprich Abstrahierungslayer-Network. Dann das nächste ist Software-Defined Storage. In unserem Fall werde ich es heute präsentieren mit Set. Man kann natürlich auch andere Software-Defined Storages verwenden. Wir hätten also auch von uns Proxmox-Seite mit dem Cluster-FS auch unterstützt oder eben auch Sheepdog. Und die dritte Komponente ist die sogenannte Compute oder eben einfach die Virtualisierung. In unserem Fall eben KVM oder LXT. Das heißt, wir sprechen eigentlich von den ganz normalen Komponenten, die man im Datacenter kennt. Das heißt, in dem Fall wäre es im Datacenter eher Bare-Metal statt KVM oder LXT, dann der normale Switch, das Netzwerk und eben irgendeine Storage-Box, was die auch immer in NFS oder halt eine Festplatte im Computer rein. Hier ist nochmal das Ganze grafisch dargestellt. Und wie man jetzt hier auch sieht, man hat im Prinzip 3 Parts und tut das Ganze zusammen in ein. Das heißt, im Prinzip, man redet auch gerne bei Hyperkonvergenz von Datacenter in der Box. Das kommt auch zum nächsten Punkt. Warum sollte ich sowas tun oder was sind die Vorteile? Einmal vorerst. Es ist generell so, dass eigentlich heute alle modernen Server, ich sage jetzt mal so 3 Jahre, die so im 3-Jahres-Bereich sind, eigentlich alle genug Kraft haben. Das heißt, sie können genug RAM allokieren, wenn man es halt auch dazu kauft. Sie haben auch genug groß starke Prozessoren. Das heißt, also in der Regel ist es so, dass die Server sich eher langweilen, als dass sie ausgereizt sind. Und das bringt uns dann einfach zu den Benefits. Wenn ich natürlich alles konsolidiere, dann habe ich primär erstmal eine Kostenreduktion. Und das ist halt das, was mir persönlich eigentlich am meisten Spaß macht, ist, ich habe eine wesentlich größere Flexibilität. Weil dadurch, dass ja alles Software-Defined ist, tue ich mir wesentlich leichter mit zum Beispiel neuen Storage zu allokieren, weil ich es einfach vergrößern kann. Ich kann es genauso aber auch eben verkleinern. Genauso, wie gesagt, ich kann mein Netzwerk einfach vergrößern oder verkleinern, wo ich jetzt in meinem Datacenter wesentlich eingeschränkter bin. Und ich kann natürlich auch sagen, okay, meine Hardware wird jetzt langsam knapp, ich kaufe neue Hardware dazu, eben in dem Fall wäre es jetzt der Compute Layer, also Virtualisierungslayer, und migriere dann einzelne Maschinen eben auf einen anderen Knoten rüber, ohne dass ich den Service irgendeinen Ausfall habe oder dass derjenige, der den Service benutzt, einen Ausfall merkt, weil das kann ich eben in Richtung Live Migration.
Thema, es wird natürlich wesentlich komplexer, das muss man natürlich zugeben, aber es reduziert mir auch den administrativen Overhead. Weil natürlich, ich habe alles auf einer Maschine, ich muss mich nicht zu, in dem Fall jetzt drei verschiedenen Boxen verbinden, muss schauen, wie schaut das auf der einen Box aus, wie schaut das auf der anderen Box aus, was ist da jetzt eingestellt, sondern ich sehe alles über ein Interface. Gut, und die Komponenten, die wir eben verwenden, ich habe sie eh schon angesprochen, PV, Proxmox, Virtual Environment, generell eigentlich alle Komponenten, das heißt eigentlich alle Komponenten, die wir verwenden, sind Open Source. Und unser PVE, also Proxmox Virtual Environment, macht nichts anderes, als das Ganze zu managen und bietet ein HA-Stack. Das heißt, die starten wir selber und bieten dadurch die KVMs oder eben den LXC-Container pro Verfügbarkeit. Dann als Compute Komponente verwenden wir KVM, wird ein Begriff sein, LXC. Die Software-Komponente ist Ceph und als Switching-Komponente ist dann eben OpenVSwitch. Die Vorteile von Proxmox Environment sind einfach, dass ich alles über eine RESTful API ansprechen kann. Das heißt, ich kann das integrieren in meinen Managing-Stack. Zum Beispiel viele integrieren es auch in Sample oder sowas, dass sie sagen, okay, automatisieren von VMs oder sonstigen. Ich kann das Ganze aber auch sehr, sehr bequem über eine Web-GUI bedienen. Wir werden es uns später noch anschauen. Ich kann das Ganze natürlich auch alles über ein Command-Line-Interface bedienen. Das heißt, also ich habe hier drei Möglichkeiten, es zu administrieren. Und wie gesagt, kann damit auch eben Ceph oder eben OpenVSwitch mitkonfigurieren. Das heißt, ich habe ein Interface dafür. Wie schon erwähnt, wir haben den HA Cluster Manager. Dann der nächste Punkt, warum Hyper-Konvergenz, das User Management. Das ist oft einmal gerade in größeren Umgebungen, ist oft einmal die Diskussion, was darf welcher. Es gibt da den Netzwerk-Admin, es gibt vielleicht einen Storage-Admin und eben den Virtualisierungs-Admin, der halt nur für die Virtualisierungsumgebung verantwortlich ist. Und da kann ich zum Beispiel mit unserem User Management kann ich eine sehr schöne granulare Zugriffsteuerung machen, dass ich sage, okay, du darfst das, du darfst das, du darfst allokieren oder du darfst nur benutzen. Je nachdem, was man da eben braucht. Und eben, wie gesagt, alle Komponenten sind voll integriert. Zu den einzelnen Features KVM, ich glaube, wird jeder Begriff sein, wer kennt KVM nicht, machen wir so. Okay, keiner. Es bietet Live Migration, es ist halt einfach eine volle Virtualisierung, das heißt, ich kann auch Bare Metal zu VM ohne Probleme konvertieren. Ich habe so schöne Sachen wie eben Snapshots, ich habe schöne Sachen wie die Live Migration, Storage Migration, womit ich eben Live Backups machen kann. Ich kann auch Device Pass-Through verwenden, das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel eine Grafikkarte durchreichen und könnte zum Beispiel dementsprechend, wenn ich jetzt gerade auf Rendering für solche Szenarien eben eine Grafikkarte bräuchte, könnte ich die durchreichen in die VM. Natürlich schränke ich mich dann wieder bei der Live-Migration dementsprechend ein, aber die Möglichkeit besteht oder eben USB-Pass-Through. Zum Vergleich hätten wir hier noch die LXC, das sind die Linux-Container. Der Vorteil ist halt, dass ich eigentlich die native Geschwindigkeit vom Host habe. Ich habe im Gegensatz zum KVM keinen Verlust von Emulation, habe aber dadurch auch wesentlich weniger Möglichkeiten. Aber der Hauptvorteil liegt eigentlich, ich würde jetzt gar nicht mehr sagen, beim Verlust von der Emulation, die Leute reden zwar immer nur vom Verlust der Emulation, aber der Vorteil liegt eigentlich darin, wenn ich 10 KVM-Maschinen habe, dann habe ich einfach insgesamt 11 Kernels, die laufen, also plus ein vom Host. Während bei einer LXC wird einfach der Kernel vom Host verwendet. Das heißt, ich habe einfach dementsprechend 10 Kernel weniger zum Laufen. Und wie wir wissen, der Kernel braucht auch ein bisschen Ressourcen, auch wenn er nichts tut. Logging, RBC, Device. Und der nächste Vorteil ist eben beim LXC, es ist sehr, sehr schnell, neue Maschinen auszurollen. KVM-Maschine braucht einfach dementsprechend, wie lange die Installation normalerweise braucht. Das heißt, ich muss die ganze Hardware initialisieren, muss die Festplatten dementsprechend formatieren, während bei LXC brauche ich einfach
und das ist alles aufgerichtet, das heißt ein Debian durchschnittlich so gut einer Minute, je nachdem wie schnell die Festplatte sind zum Kopieren. Aber eben wie gesagt, es ist halt Linux only, ich kann kein anderes Betriebssystem wie BSD oder sowas damit virtualisieren. Dann kommen wir zu dem Punkt Z, eben Storage, der Software-Defined Storage. Wir haben als Wesenfeature das Self-Healing und Error Detection. Das heißt, Z ist in der Lage, Fehler zu erkennen, zum Beispiel immer wieder beliebt und in der Richtung genannt Bitrot oder eben Bitflips. Kennt jeder Bitrot? Ist das ein Begriff? Ja, so muss ich mal zustimmendes Nicken. Es geht im Prinzip darum, bei Bitrot, das weiß die, die es noch nicht wissen, es passiert immer mal wieder, dass im Endeffekt ein Bit auf einer Harddisk flippt und das kann zu einer Silent Corruption führen. Bei Ceph ist es ein bisschen anders. Ceph hat im Prinzip auf jede Placement Group, also das sind im Endeffekt der Abstrahierungslayer, also sprich der Block, werden im Prinzip Checksummen berechnet und sobald die Checksumme nicht mehr stimmt, weiß Ceph, okay, diese Placement Group darf nicht verwendet werden und muss die halt von einer anderen Source herholen. Da wir bei Ceph ja entweder mit Error-Encoding die Möglichkeit haben, es wieder zu restoren oder eben über dafür, dass es einfach mehrfach gespeichert wird. In der Regel sagt man einfach, man macht Size 3, das wäre einfach eine dreifache Replika. Das heißt, ich habe jede Placement Group in einer dreifachen Variante. Das Placement Groups und sowas sind, das schauen wir uns da gleich noch später an. Aber jedenfalls, ich habe Self-Healing, das heißt, wenn mir was kaputt geht, wird es automatisch wieder restored. Das betrifft übrigens auch Harddisk. Also wenn mir zum Beispiel eine Harddisk aus dem Cluster ausfällt, dann wird die natürlich nicht selbst ausgetauscht, aber die Daten werden automatisch balanciert. Das heißt, Ceph schaut, dass die Daten wieder in den gleichen Zustand kommen sollen, wie sie in der Config angegeben sind. Und wenn ich die Festplatte austausche, werden die Daten dann wieder zurückkopiert. Aber es geht halt alles viel, viel schneller, als man das normalerweise von einem RAID kennt. Gut, muss ich dazu sagen, mit Vorsicht, hängt natürlich auch von der Größe der Festplatte an, weil natürlich alles über das Netzwerk gezogen wird. Dann ist es redundant. Ich habe eben auch einen der großen Vorteile, wie ich anfangs schon erwähnt habe, die Pools, also die Storage ist vergrößerbar und ich kann es auch kleiner machen. Das ist natürlich, gerade die meisten werden das kennen, am Start eines Projektes fange ich in der Regel klein an und sage nicht, ja, ich fange mal mit 15 Terabyte an, sondern wie auch immer. Oder Pentabyte, sind wir jetzt schon im Pentabyte-Bereich. Sondern ich fange dann mal mit einem kleinen Dreier-Vierer-Cluster an und sage, okay, wenn ich dann wieder brauche, möchte ich was dazu stecken. Ich habe vielleicht in 2 Jahren wieder neues Budget oder nächstes Jahr und kann dann einfach dazu stecken und dementsprechend wird dann einfach mein Pool immer größer und immer größer und das kann ich eben auch online machen. Und vor allem, ich kann es machen. Das ist einer der Hauptvorteile. Dann, ich kann Offsite-Backups machen. Also Ceph bietet auch die Möglichkeit, inkrementelle Backups zu machen. Das ist momentan noch nicht bei uns integriert, kommt aber in Zukunft. Aber ich kann das manuell über die Command-Line, könnte ich das zum Beispiel machen. Dass ich sage, okay, ich möchte jetzt von einer VM Offsite einfach ein inkrementelles Backup machen. Und Ceph unterstützt 3 verschiedene Zugriffsmöglichkeiten. Das ist einmal das Block-Device, so wie wir es verwenden. Das ist das RDB. Dann das Object Store. Das ist halt so S3 Amazon, wie man das kennt. Und jetzt neu dazugekommen ist das Filesystem. Das heißt, ich kann mit irgendeinem Client kann ich das eben ganz normal in Filesystem reinmounten und ganz einfach verwenden als Filesystem. Gut, hier zum Netzwerk und da kommen wir eben auch dazu. Wir haben hier einmal der Z-Client, der könnte jetzt eben, wie gesagt, die 3 Möglichkeiten, wie wir vorher gesagt haben, wir könnten per Filesystem drauf zugreifen, per RDD, also Block-Device, oder eben als Object Store. Und im Endeffekt haben wir dann diese 3 Komponenten, die man dazu benötigt. Das eine ist der Monitor. Der Monitor ist im Prinzip der Chef, der hält mein Quorum, der sagt, dass mein Cluster gesund ist, der weiß, wo die OSDs sind, der weiß im Prinzip, wo die Daten sind. Der Ceph MDS
ist der Metadata-Server, den brauche ich nur, wenn ich das Set-File-System verwenden will. Wir momentan unterstützen das Set-File-System out of the box noch nicht, ist aber wie gesagt auch keine große Sache, man braucht nur eben den MDS-Daemon aktivieren. Das geht ganz einfach, indem ich ihn einfach wirklich nur starte und schon ist das File-System aktiv. Und dann habe ich eben die OSD, das sind die Set-Object-Store-Daemons, die in der Regel im Prinzip die Abstrahierungslayer der Festplatte darstellen. Das heißt, man redet eigentlich in der Regel immer ein OSD, eine Festplatte. Ich sage, warum in der Regel? Ich kann das natürlich auch anders machen. Ich kann natürlich auch jetzt darunter ein RAID tun, wird aber in der Regel nicht empfohlen, weil bei Set ist es sowieso so, ich bevorzuge eher kleine OSDs, also Platz auf den OSDs, die sollten eher klein sein, weil der Hintergedanke ist dabei, ein Hardware-Array brauche ich nicht. Die Redundanz habe ich im Set selber dran. Die brauche ich also nicht jetzt irgendwie durch ein Hardware-Array oder durch sonst irgendwas nochmal künstlich erhöhen. Das macht es nur komplexer und vor allen Dingen auch teurer und im Prinzip, ich habe keinen Benefit davon. Der nächste Punkt ist, umso größer im Prinzip die Platten, die unter diesen OSDs sind und den Array-Verbund, ist es dann meistens so, dass ich ja nicht nur ein Mirror drunter laufen lasse, sondern ein Zehner oder sonstiges, also sprich, wird die einzelne Platte auch größer. Wenn mir jetzt der Hardware-Array-Controller zum Beispiel ausfällt, habe ich trotzdem im ganzen System ein Rebalance, das wäre also in dem hier ein Cluster-Network, das dann auch beansprucht werden würde. Und ich würde alle Daten von, nehmen wir mal an, jetzt hier der erste OSD würde ausfallen, würden im Prinzip alle Daten von diesen zwei, also ja, das Dreier-Setup ist jetzt ein bisschen blöd zum Beschreiben, aber nehmen wir an, wir hätten hier hinten noch einen vierten, dann würden im Prinzip die redundanten Daten von den zwei OSDs auf den vierten transferiert werden und würde da im Prinzip die komplette gleiche Struktur wiederherstellen, wie sie vorher gegeben war. Das heißt, mir ist es egal, ob jetzt ein OSD ausfällt. Vor allem, man hat ja in der Regel nicht drei OSDs in einem Cluster, sondern man redet da normalerweise von mindestens 12 OSDs. Also das ist so das kleinste Setup. Also die Set-Leute reden zwar immer so von, mittlerweile sind sie auch schon auf 40 runter, aber wir haben Erfahrungswerte, dass eben auch kleinere Cluster mit pro Node, sage ich mal, drei OSDs absolut stabil sind und in der Größe von drei Nodes sehr, sehr gut funktionieren. Ich muss halt dann dahinter im Kopf behalten, das können dann halt keine Spinning Disk mehr sein, sondern die müssen dann halt auch dementsprechend schneller sein. Wie gesagt, man darf einfach nicht vergessen, man fährt, wenn man zum Beispiel jetzt, sage ich mal, mit einer Replika von 3 fährt, dann muss auch das dreifach geschrieben werden und das muss ich halt auch abziehen. Das vergessen immer viele Leute, wenn sie distributed File oder Storage-System haben, dass die Daten eben auch den Faktor, was die Replika ist, geschrieben werden müssen. Das ist halt immer so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten. Und nochmal zu dem Ausfallszenario. Wenn ich jetzt hier der OSD, wie gesagt, ist ein Daemon, wenn der ausfällt, kann ich einfach die Festplatte darunter austauschen. Ich mache einfach den OSD, streiche ich raus, den kille ich einfach aus dem System und tue einen neuen OSD hinzu und schon wird er die Daten automatisch wieder Rebalance kriegen und hergestellt haben. Was bei solchen Operationen bitte immer im Hinterkopf behalten werden soll, wie gesagt, die Platten sollten nicht zu groß sein, weil das alles über das Netzwerk transferiert werden muss. Genau das gleiche, wenn ich den wieder aktiviere. Das gleiche geht wieder in die andere Richtung zurück, weil es muss gefühlt werden. Das führt nämlich auch zum nächsten Punkt, dass im Endeffekt muss ich immer eins wissen, ich kann ein Z-OSD Platte kann ich nie zu 100% ausfüllen. Generell ist es so, dass selbst schon bei 80% anfangen wird, unglücklich zu werden, also sprich, es werden Warnungen kommen und bei 90%, 92% wird sogar der ganze Cluster auf Read-Only umgestellt. Read-Only. Das heißt, das muss ich auch im Kopf behalten, also wenn mir jetzt eine OSD ausfällt oder eben noch schlimmer, im Wartungsfall, oder besser gesagt im Worst-Case-Szenario, mir fliegt jetzt ein Node weg, dann muss ich auf den anderen übrig bleibenden Nodes genug Reserven haben, um das auszugleichen. Ich meine, ich kann das zwar auch anhalten, aber dann habe ich halt nicht mehr meine Konfiguration. Dann würde ich zum Beispiel von einer Replika von 3
2 untergehen. Und das ist ja das, was wir eigentlich nicht haben wollen. Sondern wir wollen ja die Replika, die wir ursprünglich angegeben haben, wollen wir behalten. Zum nächsten Punkt, OpenVSwitch. Generell funktioniert die Linux-Bridge eigentlich größtenteils für die meisten Szenarios optimal. Sage ich ja mal, ohne Probleme. Der Vorteil ist, was ich halt beim OpenVSwitch habe, im Gegensatz zum Linux-Bridge. Also Linux-Bridge unterstützt genauso WLAN, Port Mirroring, Bonding, Quality of Service. Das habe ich alles in der Linux-Bridge auch. Aber was die Linux-Bridge nicht unterstützt, das sind halt die ganzen Tunneling-Protokolle und gerade eben Gray-Tunnel sind für viele Szenarien sehr, sehr hilfreich. Und das nächste, was ich nicht dazu geschrieben habe, ist OpenFlow. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Switches, eigentlich von allen namhaften Herstellern, die im OpenFlow auch unterstützen. Und da kann ich dann eben auch dementsprechend gerade ins Management von eben extern meinen VMs gewisse Routings und so beibringen, ohne die jetzt auf jeder Node konfigurieren zu müssen. Aber eben, wie gesagt, das hängt dann meistens zusammen. Keiner wird anfangen mit OpenFlow, weil er ein Cluster, ein PVE-Cluster anfängt, sondern das sind meistens dann die Leute, die schon OpenFlow im Netzwerk betreiben oder die eben Puppet, solche Provisioning-Systeme verwenden. Da ist eben dann gegeben, dass ich sage, okay, da macht OpenVSwitch auf alle Fälle Sinn. Sonst die meisten anderen Szenarien kann ich eben auch mit den Linux-Bridgen ohne Probleme abdecken. Gut, so wird das ausschauen. Eben mein Z-Cluster ist hier gesund. Also das wäre jetzt mal ein Bild. Man sieht es nicht ganz gut, aber im Prinzip von einem glücklichen, gesunden Z-Cluster. Und ich werde jetzt einfach zeigen, im Endeffekt sind 6 Commands, womit ich aus einem, sage ich mal, 3 verschiedenen klaren installierten Proxmox einen hyperkonvergenten Cluster aufbaue. Also es ist auch keine große Hexerei. Ich habe das relativ schnell gemacht. Also wenn man weiß, was man tut und das Design passt, dann ist man mit dem Setup, nicht mit der Infrastruktur, aber mit den ganzen Komponenten, dass sie miteinander arbeiten, innerhalb, sage ich mal, von einer Stunde durch. Was brauche ich dafür, bevor ich anfangen kann? Gibt es immer so die Sachen, Requirements, Hardware, worauf muss ich aufpassen, designtechnisch. Auf alle Fälle, was mir so eine wichtige Sache ist, ich brauche genug CPUs. Das sind jetzt eigentlich also Threads und Intel, der ist dann eben inklusive halt Thread. Man sagt, eine OSD braucht einen Core. Genauso wie man sagt, okay, ich sollte nie mehr, wenn ich KVM verwende oder eben auch LXC verwende, sollte ich nie mehr Cores verwenden, als ich jetzt wirklich Cores auf meiner Maschine habe. Natürlich muss ich jetzt nicht, wenn ich 10 Cores habe, also sagen wir 8 Cores, das ist so der Standard, das kleine Setup, 8 Cores, das heißt jetzt nicht, dass ich nur im KVM 8 Cores verbreiten muss, aber mir muss halt klar sein, wenn ich Maschinen habe, die einfach dementsprechend viel Ressourcen brauchen, bei KVM und wie gesagt auch bei LXC sind das einfach Threads. Das heißt, wenn ich jetzt einen Thread overcommitte, also CPUs overcommitte, dann habe ich einfach den Scheduling Overhead. Das funktioniert zwar gut, aber das muss ich einfach im Hinterkopf behalten. Genau das gleiche bei SEP. Ich sollte jetzt zum Beispiel eins nicht tun, dass ich jetzt zum Beispiel sage bei SEP, ich habe jetzt diese 8 Cores, die ich gerade gesagt habe, und ich tue dort 12 OSDs rein. Das wird nicht gut funktionieren. Da werde ich einfach mit einem Scheduler Probleme kriegen. Aber natürlich, ich kann, wenn ich jetzt diese 8 Cores nehme, ich kann 8 OSDs nehmen und auch ohne Probleme VMs mit 8 Cores anlegen. Das ist kein Problem. Dann das nächste ist eben, ich brauche genug Computation Power für SEP und KVM und LXC. Wie gesagt, das sind alles keine Wundersysteme. Es kostet Ressourcen. Das, was ich vorher in der Hardware-Rate gehabt habe, habe ich jetzt halt auf der CPU und das kostet halt den Tribut. Genauso brauche ich auch mehr RAM, da komme ich gleich dazu. Deswegen einfach am besten, wenn man so ein System aufsetzt, auch einmal am Anfang ein bisschen benchmarken, damit man so ein Gefühl kriegt. Ich sage immer so, pro USD, es ist natürlich klar, umso schneller ich
Zum Beispiel, umso schneller meine SSDs werden, umso mehr CPU-Power braucht das Ding. Wenn ich zum Beispiel nur Spinning Disk habe, aber dafür viele, dann brauche ich eben mehr Cores, aber dafür brauchen die weniger Zeit zum Rechnen. Also das ist einfach so eine Sache, die muss man, da muss man sich ranpassen. Das ist einfach, da kann man keine Pi mal Daumen-Regel geben und sagen, ja so, und dann passt das, sondern da muss man sich wirklich einfach damit auseinandersetzen und ich sage jetzt ganz einfach ein bisschen spielen. Zum Memory kann man pauschal sagen, jedes Terabyte, was verwendet wird im Self-Cluster, kostet mich pro USB 1 Gigabyte RAM. Das ist so, was man so kalkulieren kann. Wobei, entschuldige, das allokiert meine ich auf der OSD. Also das ist jetzt natürlich wieder, also das heißt, ich muss den gesamten, den allokierten Speicher nehmen, das durch meine OSDs und dann weiß ich im Endeffekt, wie viel RAM es auf der OSD braucht. Genauso, ich sollte nicht Overcommitment machen vom Memory. Also bei der CPU ist es immer so eine Sache, da kann ich mich rantasten. Beim Memory Overcommitment ist es halt immer so, im Endeffekt landet es im Swap rein. Und das bremst mir das ganze System aus und das will ich nicht. Deswegen also da wirklich am wenigsten Overcommit. Und beim Netzwerk ist es halt auch ganz klar, ich sollte eigentlich drei separate Netzwerke haben, weil wie gesagt, die Netzwerke schließen sich einfach gegenseitig an. Das Self-Netzwerk ist einfach ein Netzwerk, wo sehr, sehr viel Last drauf ist. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel noch VMs oder noch schlimmer den Cluster rein tue, die Cluster-Communication, dann kann das zu Abrissen führen, dass eben die Pakete nicht in der dementsprechenden Zeit durchkommen und es dann halt einfach zu Problemen gibt, zu Timing-Problemen. Gut, da die haben wir schon angesprochen. Wie gesagt, eins ist das Wichtigste. Einfach Enterprise Hard Class Hardware verwenden, bitte keine Consumer Hardware. Consumer Hardware kann ich dann verwenden, wenn ich wirklich große Setups habe, wo ich sage, okay, mir ist es auch wurscht, wenn ein Teil ausfällt. Wenn ich aber ein kleines Setup habe, sage ich mal bis so um den Dreh um 8 Nodes, dann sollte ich eher Enterprise Class verwenden. Weil, wie gesagt, dann tut mir einfach es auch weh, dass eine Komponente ausfällt. Während wenn ich ein großes System habe mit HA, dann kann mir das vielleicht relativ egal sein. Dann kann ich eben auch Consumer Hardware setzen. Dann beim Netzwerk auch immer wieder eine Sache, was wir oft sehen, wirklich das Netzwerk separieren. Nicht nur mit WLAN trennen. Ich weiß, ab und zu geht es nicht anders. Aber wenn man das mit WLAN trennt, wir haben es immer wieder gesehen, dass die Switches einfach nicht nachkommen. Weil es ist doch einiges an Multicast-Traffic drauf. Und da sieht man dann einfach, dass die Latenz beim Switch in der Computation-Zeit einfach zu lange dauert. Also wenn man so Probleme hat, weil man es nicht trennen kann, dann bitte auch mal den Switch anschauen, gehen die Pakete in der dementsprechenden Zeit durch. Und wie schon gesagt, das angesprochene Overcommitment. Gut, vom Installieren her, der OpenV-Switch ist standardmäßig bei uns nicht installiert, weil wir standardmäßig die Linux-Bridge verwenden. Das heißt, ich brauche im Prinzip nur irgendwann mal das Update gemacht haben und dann eben das OpenV-Switch kommen und das OpenV-Switch installieren. Das mehr brauche ich nicht. Dann muss ich das Ganze halt klar Netzwerk, ich muss es konfigurieren. Ich muss es, wie ich das auch beim normalen Netzwerk machen würde, nur in dem Fall würde ich bitte dann kein Linux-Bridge, sondern eben das OpenV-Switch-Interface. Das kann ich dann beim Creator aussuchen. Da kann ich dann sagen, okay, ich möchte jetzt keine Linux-Bridge verwenden, sondern eben OpenV-Switch. Wenn das nicht installiert ist, dann sagt das mir eben. Dann sagt er, hey, bitte vorher installieren. Generell, es ist kein Problem, es parallel zu betreiben. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Setup gezeigt, wo zum Beispiel fürs Netzwerk, fürs Storage-Netzwerk, also in dem Fall für SEP, wäre das jetzt ein Linux-Bond und das andere wäre jetzt zum Beispiel für die VM-Bridge, wäre das jetzt ein Bond auf dem OVS-Switch. Das, was man aber auf keinen Fall machen darf, ist das Mischen. Also ich kann jetzt nicht mischen und sagen, ich nehme jetzt einen Linux-Bond her, und baue da drauf oben die Switch Bridge. Bitte das nicht, das funktioniert nicht. Sonst parallel können sie betrieben werden, aber nicht im gleichen Step. Gut, dann haben wir das konfiguriert, okay, und damit ist eigentlich auch alles schon getan von der Netzwerkseite. Das heißt, ich kann auch ein VMs migrieren und wenn ich jetzt nicht irgendwie ein sehr, sehr spezielles Setup und Routing habe,
Aber dann kommt man eben zu dem Punkt, dass man sagt, okay, man will Overflow haben. Das kann ich dann eben konfigurieren. Dann funktioniert das auch bei einer Migration oder bei einer AA-Migration, eben durch Ausfall eines Nodes, ist das kein Problem und ich werde trotzdem noch Netzwerk haben. Egal, ob ich jetzt die migriere oder sonstiges tue. Dann ist im Prinzip als nächstes einzustellen, ich muss den Cluster kreieren, das mache ich mit diesem wunderschönen Namen. Das ist jetzt die volle Version, im Prinzip wird auch reichen, DVM Create und dann einfach den Namen meines Clusters, das wird reichen. Und auf den anderen Nodes, die ich halt dazufügen will, muss ich halt DVM-CM add und dann die IP-Adresse oder den Namen, je nachdem, ob ich es auflösen kann oder halt nicht, von dem Cluster, von irgendeinem Cluster-Member, also wenn ich jetzt schon mehrere Nodes habe im Cluster, kann ich irgendeinen Cluster-Member angeben. Dann fragt mich nur noch ein Passwort und joint das automatisch und ich sehe das überall und kann dann auch schon im Prinzip alle Ressourcen clusterweit sehen und managen. Dann als nächstes, jetzt haben wir den Cluster, wir haben eine Netzwerkseite, jetzt müssen wir im Prinzip nur noch das Storage installieren und konfigurieren. Das mache ich im Endeffekt, indem ich einfach sage, jetzt hier set install, PVE set install, dadurch installiert wird. Es ist momentan so bei der 4.4er Version, was momentan bei uns als Standard ist, ist es so, dass wir standardmäßig noch immer Hammer installieren. Ich kann mit -Version, kann ich auch auf Joovl, kann ich die Joovl Version installieren. Und es ist halt momentan so, dass jetzt die Luminis ist gerade kurz vorm Release, also wir sind jetzt momentan bei RC, also es ist 12.02 Developer Version aus dem RC, das weiß ich jetzt gerade nicht, muss ich passen, aber da rechnen wir jetzt in den nächsten Wochen, dass das released wird. Also im Prinzip die EVE5, die jetzt auch gerade kurz in den nächsten Wochen rauskommen wird, wird dann Luminis als Standard sein. Dann muss ich im Prinzip den Ceph-Cluster nur noch konfigurieren, das mache ich mit dem Init, das Network ist optional, da sage ich halt, welches Netzwerk willst du verwenden. Und dann kann ich jetzt über die Command-Line oder eben auch über das GUI einfach sagen, okay, ich glaube, pro Node sollte ich einen Monitor haben. Ich sage jetzt bewusst, sollte ich, warum? Weil ich muss nicht auf jeder Node einen Monitor haben, das ist auch immer das, was oft fehlverstanden wird. Ich kann einen Monitor haben, muss aber keinen Monitor haben. Also ich kann auch nur einen Node betreiben mit nur OSDs. Das ist kein Problem. Dadurch, dass wir ja im PVE-Cluster sind und dieses Init ist sowieso clusterweit, das heißt, er hat sowieso jeder Node hat automatisch die Self-Konfiguration. Das heißt, ich brauche nicht unbedingt den Monitor, um volle Möglichkeiten zu haben. Gut, und eben wie gesagt, den Monitor kann ich jetzt hier über GUI einfach wie über den Create-Button kreieren. Ich brauche nur einen pro Node oder eben weniger. Und dann kann ich genauso über das Command Line oder eben wieder über das GUI, kann ich dann einfach meine OSDs kreieren. Das heißt, ich sehe die Festplatte und sage ganz einfach, okay, verwende die Festplatte. Oder ich kann auch ein Journal dazu reintun. Das kann ich alles über das GUI managen. Das heißt, es ist sehr komfortabel. Ich kann es auch austauschen. Eben ich kann es ganz einfach über das GUI auch removen. Ich kann es stoppen. Und so kann ich zum Beispiel auch sagen, tausche mir meine Festplatte aus. Ich habe vorher die OSD schon gestoppt und rausgenommen und kann dann einfach die neue OSD wieder einbringen. Alles übers GUI. Gut, in Zukunft, was wird kommen? Wir werden im PVE werden wir Cloud Init als Provisioning-System integrieren. Das heißt, das haben sich sehr, sehr viele gewünscht, dass man eben auch sozusagen VM-Templates leichter initialisieren kann. Und wir werden eine Intercluster-Kommunikation bereitstellen. Das heißt, mehrere unabhängige von Cluster voneinander können kommunizieren. Das sind dann mal die nächsten Punkte. Und auf der Ceph-Seite ist halt eben Optimierung für SSD in VME, das ist BlueStore, was ganz klar in die Richtung geht. Ist jetzt auch schon mehr oder weniger stable in Luminis. Und also momentan in der jetzigen Version habe ich noch keine großen Geschwindigkeitszuwächse gesehen, aber sie sagen, also es sind ein paar Sachen zu machen, aber dann soll es angeblich kommen. Und die Memory Usage soll dann eben auch noch reduziert werden. Das ist soweit von meiner Seite alles. Wenn jetzt noch irgendwer Fragen hätte zu dem Thema, zu
speziellen Sachen würde ich gerne zur Verfügung stellen. Von welchen Kernen wird GNW hier vor allem unterstützt? Also wir generell unterstützen es eben schon im 2.6er. Wann es reingekommen ist, muss ich jetzt ganz ehrlich passen, weil das schon so lange ist. Also irgendwann am 2.6er, das ist dann zwar gereportet worden, aber im Prinzip eigentlich schon ist es wohl sehr lange. Also beim LXC ist es da ein bisschen anders, da braucht man 3.10. Das ist noch nicht so lange. Und teilweise auch schon neuere Kernel, weil da hängt wieder vom Feature-Set ab. Beim KVM ist es halt auch so, es ist immer die Frage, was will ich verwenden? Zum Beispiel jetzt in Richtung VGPU ist es so, dass man schon wirklich eine 4.10er braucht. Das ist wirklich immer das, was für ein Feature-Set ich haben will. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt nur KVM, nur dass es läuft, geht schon sehr, sehr lang zurück. Was muss man rechnen, so auf wie vielen Boxen macht so ein Setup wirklich Sinn? Also wir haben es produktiv mit einem 3er-Setup laufen. Wie gesagt, mit 4 OSD pro Node. Und es läuft also wirklich ohne Probleme. Da läuft aber dann das Ceph und das die Compute Engine im Prinzip auf dem gleichen. Genau, also alles. Also wir haben auch einen V-Switch, Ceph und Proxmox oder KVM. Da haben wir noch ein paar LXC-Container drauflaufen. Aber das läuft alles im Endeffekt auf Ceph. Das Storage Backend ist rein Ceph. Und das läuft alles drauf, ist ohne Probleme. Wie gesagt, man muss halt einfach dann schauen. Es ist natürlich, was man im Hinterkopf immer behalten muss, umso mehr, ich sage jetzt mal pauschal gesprochen, natürlich es gibt wieder Edge Cases, aber wenn natürlich meine VM mehr CPU-Last braucht, braucht sie in der Regel auch manchmal, also würde ich jetzt behaupten, so großtechnisch mehr IOs im Storage-Bereich. Also ich meine, ich weiß, es gibt Szenarien, wo ich nur rechne, aber meistens eben nicht. Und dann ist natürlich Ceph auch mehr gefordert. Das heißt also im Prinzip, es ist halt ein exponentieller Anstieg der CPU in dem Fall. Und das muss man einfach im Hinterkopf behalten. Aber das hängt eben, wie gesagt, davon ab. Aber ab 3 macht das absolut Sinn. Ist es auch stabil? Unter 3 keine Chance. Muss man ganz klar sagen, alles unter 3 ist nicht möglich. Und dann ohne Probleme rausskalieren. Wie sieht das Netzwerk technisch aus? Reicht der Gigabit oder braucht man schon 10 Gigabit? Leider. Also das habe ich vergessen zu sagen. Eben also bei Ceph und Storage brauchen wir auf alle Fälle 10 Gigabit. Das würde wirklich nur gehen, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe wirklich einen extrem großen Cluster, wo ich sagen kann, okay, wenn mir eine OSD ausfällt, sind das so wenig Daten. Weil wie gesagt, ich muss einfach, das ist eine sehr, sehr einfache Rechnung. Wenn mir eine OSD ausfällt, muss es übers Netz werden. Und da kann ich jetzt ungefähr ausrechnen, wie lange braucht es. Es funktioniert natürlich, aber ich limitiere mich halt übers Netzwerk. Das heißt, es gibt im Prinzip schon, das Wichtigste ist im Prinzip weniger kleinere Bits und dafür mehr Bits. Das ist eigentlich konträr zu dem, was man normalerweise sagt. Genau, also im Prinzip, man redet da, also um genaue Zahlen zu nennen, es ist ganz klar 500 Gigabyte bis 1 Terabyte ist die Foliegröße. Also bei 4 Festplatten wären das dann 4 OSDs pro Server. Genau, also euer Setup-Server. Genau. Das heißt, global, wenn ich jetzt ein 3er-Setup habe, wir gehen jetzt mal davon aus, dass alles symmetrisch ist natürlich. Es muss nicht symmetrisch sein. Aber es sollte möglichst symmetrisch sein, weil ich mir da einfach viele Probleme oder besser gesagt Konfigurationsschritte spare. Nehmen wir mal an, es ist symmetrisch. Dann habe ich einfach den Vorteil, dass, wie gesagt, die Platten sich auch gleichzeitig befüllen und ich mich irgendwo bei irgendeiner Platte einen Flaschenhals kriege. Aber das wären dann 12 OSDs total. Wenn aber jetzt einer davon ausgeht, fallen dann 4 auf einmal aus, also ein Node. Das hängt jetzt wieder, wie gesagt, sehr, sehr stark von der Konfiguration ab, was ich fahre. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine 3er-Replika mit Minimum zulässig 1 fahren würde, dann könnte mir theoretisch auch 2 ausfallen. Geht jetzt in dem Fall nicht beim 3er Node, weil dann verliere ich schon das Quorum und bin sowieso nicht mehr operabel. Ja, und übrigens, einer fällt aus, dann habe ich noch 2 Nodes da. Genau. Da bin ich aber schon über die 90%
Hertz dürfte ich im Prinzip nicht voller werden als 60%, ja, das stimmt. Also beim Wir fahren zum Beispiel nicht über 60%. Weil genau da habe ich jetzt genau das Problem, dass ich im Prinzip das rüberschaufeln müsste im Notfall. In dem Fall jetzt, dass der Node ausfällt, sicher gar nichts. Da gebe ich Ihnen recht. Aber jetzt in dem Fall, dass eine OSD ausfällt, nur eine pro Node, bringt es mir jetzt den Vorteil. Aber natürlich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 12, 4 Terabyte hätte, dann hätte ich natürlich mehr, aber müsste dann dementsprechend noch mehr überschrauben. Sonst noch Fragen? Dann bedanke ich mich.